Okay, aber ich zeig dir jetzt. Da gibt's nämlich für das zweite Grimoire, muss man nämlich. Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Muss man nämlich geschickt durch die Gegend hüpfen. Aua, ich bin tot. Und wohin dann? Auf das Fenster, neben dir. Genau, auf Anhieb. Ducken und dann auf die andere Seite. Zum anderen Fenster. Den Hebel ziehen, dann müsst ihr eine Leiter runterkommen. Und du musst jetzt auf die Leiter drauf. Ah, hier, die da. Einfach hinspringen, der klettert automatisch. Jawohl. Und da oben ist das zweite Grimory. Alles klar. Jetzt bräuchte ich nur noch was, das mich heilt. Ansonsten bin ich bald Aua. wieder nutzlos. Ja, hier bei mir gibt's einen Heiltrank. Ah, okay. Ja, dann komme ich kurz. Kleiner Moment. Ja, ich Das brauch auch. Mega-Viech hat. Ja, dann nimm du. Ich finde bestimmt schon irgendeinen hier. Weil, wenn man runterfällt, kann man einen wieder aufheben. Ja, das weiß ich. Wurde ja im Prozedur auch. Du hast nicht Ding gemacht. Was? Hast du schon eigenes Spiel gemacht, oder? Privates Spiel. Ja, warum? Weil einer beitreten wollte gerade. Nö. Doch, stand gerade in so einem Fenster dran. Hat's aber nicht geschafft. Okay, alles keine. Okay. Eine Gasratte. Die ist aber tot. So. Okay. Ah, ich hab was gefunden. Ja. So. So, das sieht gut aus. Gut. Und Ja, man muss mir halt die geht's wieder Leveln gut. immer so. Ah, hier gibt's wieder ein zweites Rätsel oder was? Nö, Achso, ihr seid da drüber. also die Level sind so aufgebaut, dass man nur von A nach B muss. Man muss halt den Weg finden. Ja. Und jetzt kommt das dritte Foliant, was uns noch fehlt. Okay. Jetzt müssen wir uns hier halt erstmal kurz halten. Leg die doch mal hin. Ha! Okay. Ja, da gibt's nochmal Heilsache. Aber du bist voll, ne? Ja. Dann heil ich mich mal. So. Okay. So. Dann zeige ich dir jetzt nochmal eine Rätselsache. Und zwar, manche Bücher sind sehr, sehr gut versteckt. Einfach durch das. Achso, okay. Ja, und nachdem wir hier wieder ein bisschen sauber gemacht haben. So sieht's nice aus. Oh, hinter uns. Okay. Folge mir, Captain. Dann zeige ich dir ein Geheimnis. In solchen Verstecken sind Okay. meistens auch das andere Grimory. Jetzt haben wir alle drei. Jetzt haben wir komplett alles, was man finden kann. Okay. Aber ich heile noch kurz den Bot. Der soll mal da bleiben. Komm mal zu mir. Soll kurz da bleiben, dann kann ich den heilen. Weil mit einem Verbandszeug kann man mit auf Ja, L2. ich weiß, habe ich auch schon alles mitgemacht. Okay. Geh du schon mal hoch, ich komme danach, ich hol noch mal das.
dritte Foliant. So. Oh ja. Okay. Oh, ein Chor. Ah, da hab ich. Du hast treue Gefährten, Sascha. Ja. Let's go. Oh ja. Ja, das sieht echt. Dann machen wir mal ein bisschen Feuerkunst. Ah, ich bin down. Warum? Das war. Bei meiner ist das Problem, wenn ich zu oft zaubere, dann ist es eine Überlastung. Dann sprenge ich mich so gesehen in die Luft. Ja, moin. Aber hier unten gibt's ja Gott sei Dank noch ein was zum Heilen. So. Da. Wow. Scheiß Ratte, Alter. Komm mal zu mir. Ach, du hast dich schon geheilt. Okay, perfekt. Alles gut. Willst du hier nochmal eine Munition nachfüllen? Und dann gehen wir rein. Dritten Tempel. Also das sind echt mehrere Teile, ein Level. Also ein Level geht mindestens eine halbe Stunde oder so immer. Also man hat genug zu tun. So, jetzt müssen wir uns verteidigen. Ja. Das wird nicht einfach mit so wenig Leben. Darum müssen wir immer stets zusammenbleiben, so gut wie es geht. Wir müssen jetzt nämlich hier warten, bis die Mega-Statue ganz oben. Ja, moin. Haut uns gleich aus der Party wahrscheinlich raus. Ich hoffe nicht. Ja, weil du aufgehört hast zu reden, deswegen. Na, ich bin doch noch da. Ja, jetzt wieder. Ah, irgendwo mal eine Gasratte. Wow, aua, den Gatling, aua. Da muss schießen, wenn's geht. Oder dann schütz dich. Ja, wenn sie von hinten angreift, die Drecksau. Drum sei ja immer zusammenbleiben. So. Komm zu dir. So. Oh nein. Was ist los? Ich hab das Dings weggeworfen. Das ist Foliant. Ja. Nein, also das Cremory hast du weggeworfen. Ja. Da ist eine Gatling-Gatte da drin. Oh, ich werde aufgespießt. Oh. Ach Mann, ich wollte es doch gar nicht wegschmeißen. Wo hast du es denn weggeschmissen? Weiß ja, ich es noch. Ja, das ist weg, das ist verbrannt. Eigentlich kann das gar nicht verbrennen. Na gut, wenn so ist, dann ist es halt leider so. Ich hab's hier eigentlich hingeworfen, hier. Aber ich weiß. Weil ich wusste gar nicht, dass man die überhaupt wegwerfen kann. Ja, ich auch nicht. Deswegen ist er weggeflogen. Weil bei mir steht immer dran, dass ich es nicht mehr wegrüsten kann. So, auf rechte Pfeiltaste. Ja, da hebt doch meiner nur das oft in der Hand. Ja, und da muss wegwerfen. Auf R2 drücke.
Ah. Ja, jetzt haben wir alles weg. Okay. Ja, gut, dass ich das auch mal weiß. Ja, jetzt ist halt so, mein Gott. Ja. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich hab's herausgefunden, haha. Tutorial. Ja, immer wieder was Neues. Werf das nie wieder weg. Ja, moin. Ja, jetzt wissen wir auf jeden Fall, dass wir nicht Steuerkreuz links drücken dürfen. Ja, wenn man das so, also diejenige, wo das so aufhebelt. Oh, jetzt muss ich wieder aufpassen. Wir haben es geschafft gleich. Wir haben den Ansturm überlebt. Jetzt können wir abhauen. Die Grimoires sind verloren. Das ist ein bitterer Wermutstropfen, aber wir haben noch alle drei Folianten. Alles gut. Du hast nur eine Abkürzung genommen. Das ist das Ende vom Level. Wir haben es geschafft. Okay, nice. Nur die Folianten haben wir leider nicht geschafft. Weil umso mehr du sammelst, umso mehr Erfahrungspunkte kriegst du auch. Okay. Ja, hätte man es nicht wegwerfen können. Ich wusste nicht, dass man das wegwerfen kann. Jo, aber jetzt weiß man es ja. Anerkennungstruhe erhalten. Level 3. Anerkennungstruhe erhalten. Also ich bin bis Level 3 aufgestiegen. Ja, ich auch. Fast Level 4. So. Mission Volorant 3-mal. Ah, da sieht man es nochmal, okay. Schade, tut das, was weiß ich was. Okay. Dass sie schwer am besten war. Oh. Nein. Also wir zwei haben am meisten Feinde getötet. Nein. Elite-Einheiten hat sich rausgeworfen. Guck ich aber gerade mal was. Ah, okay, das ist nur das da. So. Okay. Aber ich nehme wieder den anderen Stab, weil der kritischen Schaden macht der andere Wert zwar besser. Aber um die paar Punkte kommt es da auch nicht mehr drauf an. Okay, dann ich werde wieder soweit in dem Sinne. Ich habe mich neu ausgerüstet. Okay. Ja, dann geht's weiter. Nice. Du hast einen einen Feuerstab. Ich habe einen Feuerstab, da kann ich ganz schnell schießen. Und jetzt habe ich den Kreis nicht mehr, der auf dem Boden ist, sondern ich kann hier ich sehe es. Feuerlze machen, die ich dann werfen kann. Ist dann ganz okay. Verlierst du dann auch Leben oder was? Bei der Feuerzauberin gibt's eine Leiste, die rauskommt, wenn ich zum Beispiel so schieße. Okay. Und die hat drei Stufen. Stufe 1 kannst du locker machen, Stufe 2, da wird's dann kritisch. Und wenn du den Balken ganz gefüllt hast, dann explodierst du und nimmst Schaden. Nimmst aber Gegner um dich rum auch noch mit. Okay. Also, let's go! Ah, du hast eine Gatling. Hier, nee. Bei dem Level habe ich die Bücher noch nicht gefunden. Okay. Also kann ich es da diesmal nicht. Achso, jetzt habe ich auch schon wieder vergessen zu lesen, ne? Nö, das ist überall anders. Du sollst jetzt pausieren, wenn du es wissen willst. Ich habe jetzt heute normalerweise. Jetzt steht da immer das Gleiche. Nö, gerade vorher hast du was anderes gelesen, als bei mir herkommen. Ja, weil es bei mir schon ein bisschen weg war, deswegen habe ich manche Sachen dazu gedichtet. Du sollst kein Dichter sein, du sollst Spieler. Ja, ich weiß, tut mir leid. Jetzt fangen wir hier wieder an quasi. Genau, das ist schon zum Startpunkt. Und wie gesagt, das und das nächste Level, mehr habe ich noch nicht gemacht. Okay. Ich bin noch besser als Thor.